geht hier heute um ein Thema, was nicht unbedingt so brandaktuell an irgendeinem Ereignis festzumachen ist, aber trotzdem für Franzosen und Französinnen inzwischen Alltag in ihrer menschenrechtlichen Situation seit 3 Monaten. Das ist der Notstand, der seit den letzten Anschlägen in Paris ausgerufen wurde. Und zwar wird dieser Notstand und die Maßnahmen dieses Notstands Objekt der parlamentarischen Debatte in der kommenden Woche, also ab der kommenden Woche, über die Fortsetzung dieses Notstandes und ergänzende Maßnahmen dazu. Dagegen richtet sich ein Protest, also eine breite Mobilisierung von zahlreichen Organisationen ruft am Samstag zum Protest auf in ganz Frankreich, also in Paris, hier in der Region auch in Straßburg. Und wir wollen heute darüber reden. Zum Beispiel können wir damit anfangen, Bernard, wie sieht es aus mit der Bilanz dieses Notstands? Was hat jetzt gebracht, diese 3 Monate Notstand? Also zunächst, das Thema ist brandaktuell, zumal vor wenigen Minuten die amtierende Justizministerin Christiane Taubira zurückgetreten ist. Taubira ist eine Karibik-Französin aus Französisch-Guyana, die noch als das linke Aushängeschild in der Regierung galt. Und die ist vor 5 oder 10 Minuten zurückgetreten. Und sie wird ersetzt durch jemanden, der Berichterstatter für die Neuauflage der Notstandsgesetze im Parlament war, Jean-Jacques Urvoas. Das heißt, es gibt schon einen klaren Richtungsentscheid und der geht nach rechts, also was die Justizpolitik der Regierung betrifft. Also Christiane Taubira stand schon für einige Reformen in den letzten 2 Jahren, unter anderem im Bereich der Jugendgerichtsbarkeit und auch für das Gesetz, das ihren Namen trägt, zur Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Also das hat sie natürlich nicht allein entschieden, es gab Parlamentsvotum dazu, aber sie hat das entscheidend vorangetragen. Und sie war natürlich auch ein Symbol der Antidiskriminierung, weil sie als schwarze Karibik-Französin das in dieses Amt geschafft hatte. Also da geht ein Kapitel zu Ende in diesen Minuten. Die Beendigung dieses Kapitels hat natürlich auch mit dem Richtungsentscheid der Regierung in Sachen Notstand zu tun, weil sie nicht alle, aber einige Maßnahmen des Regierungslagers in diesem Zusammenhang kritisiert hat. Insbesondere war sie Opponentin, auch wenn sie da ein bisschen einen Schwingerkurs hingelegt hat, wahrscheinlich, weil es auch nicht anders ging in diesem Amt, aber sie war tendenziell klare Opponentin gegen eines der beiden Vorhaben, das jetzt in der Verfassung festgeschrieben werden soll, in der Debatte, die in der kommenden Woche beginnt, nämlich die Ausbürgerungspläne, die Déchéance de Nationalité, also der Verlust der Staatsangehörigkeit. Dazu kommen wir sicherlich gleich noch. Aber zunächst zur Bilanz. Was hat es bisher gebracht? Also der Notstand ist ja verhängt worden, zunächst in der Nacht vom 13. auf den 14. November 2015, also in den Stunden nach den mörderischen Anschlägen vom Abend des 13. November, für 12 Tage durch den Staatspräsidenten, also ab Mitternacht am 14. November. Der Staatspräsident kann nach bisheriger Rechtslage den Notstand für 12 Tage verhängen. Danach braucht es ein Parlamentsvotum und dann kann der Notstand für 3 Monate erklärt werden. Das ist auch gemacht worden durch ein Parlamentsvotum vom 19. und 20. November, 19. November in der Nationalversammlung, 20. November im Senat, also in den beiden Kammern. Und der läuft jetzt bis Ende Februar. Und jetzt wird eben, wie gesagt, ab kommende Woche einerseits über die Verlängerung abgestimmt, ab dem 26. Februar, also es war ja so 14. November bis 26. November waren die 12 Tage, das Kontingent des Präsidenten. Dann kamen die 3 Monate, 26. November 2015 bis kommenden 26. Februar. Und danach wird es eben verlängert. Also die Regierungsspitzen, François Hollande als Staatspräsident und Manuel Valls als Premierminister, haben bereits entschieden, dass er verlängert werden soll, vorläufig bis Ende Mai. Ich sage vorläufig, weil dann fängt Anfang Juni die Fußball-Europameisterschaft in Paris an und das ist äußerst unwahrscheinlich, dass es dann unmittelbar vor diesem Ereignis aufgehoben werden wird. Das heißt, das wird mindestens bis in den Sommer hinein verlängert werden. Manuel Valls, der amtierende Premierminister, hat auch in der vergangenen Woche bereits in einem Interview mit der BBC am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos erklärt, man werde den Notstand so lange brauchen, wie es den sogenannten Islamischen Staat, ISIS oder Daesh, gibt. Das heißt, möglicherweise bis 2030 oder 2040 oder weiß der Kuckuck sozusagen. Was hat das bisher gebracht? Der im Moment geltende Notstand, dem eine neue Grundlage verliehen werden soll, der unter anderem in der Verfassung festgeschrieben werden soll, erlaubt unter anderem Hausdurchsuchungen. Und davon ist in hohem Maße Gebrauch gemacht worden. Es gab 3.200 Hausdurchsuchungen, die führten zu 5 Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Terrorismusdelikten. 5 von 3.200. Es gab
daneben ein paar andere Sachen, die gefunden worden sind, aus Anlass dieser Hausdurchsuchung, die aber nicht der rechtliche Grund dafür sein konnten, weil der Notstand ist wegen der Terrorismusgefahr verhängt worden. Es gibt also 200 Fälle von unerlaubtem Waffenbesitz, allerdings eher vor kriminellem Hintergrund und nicht vor terroristischem. Und es gibt ungefähr 200 Fälle, wo Drogen gefunden worden sind, also Haschischbestände. Deswegen hätte aber die Exekutive nicht Hausdurchsuchung ohne richterliche Anordnung verüben dürfen, weil das Besondere am Notstand ist ja, dass die Hausdurchsuchung außerhalb von richterlicher Anordnung, ohne vorherige richterliche Kontrolle erfolgen können. Das Zweite, was der Notstand erlaubt, sind Hausarrestanordnungen. Das ist bei 385 Personen vorgenommen worden, was ihr sicherlich in Deutschland mitbekommen habt, in 24 Fällen auch an Linken oder Ökoaktivisten, Aktivistinnen im Vorfeld der Klimakonferenz, die ja in Paris stattfand, vom Ende November bis zum 12. Dezember. Also Hausarrest ist es nicht ohne. Das heißt, die Personen können 12 Stunden pro Tag ihr Haus nicht verlassen, sondern müssen dort anzutreffen sein. Sie müssen 3-mal am Tag unterschreiben und sie dürfen das Gebiet ihrer Kommune, in der sie wohnhaft sind, nicht verlassen. Das heißt, in vielen Fällen bedeutet das, dass die Personen ihrem Beruf nicht nachgehen können. Das ist das Wesentliche, was passiert ist. Der Notstand erlaubt noch andere Dinge, wie zum Beispiel Pressezensur. Es gab Stimmen, auch im sozialdemokratischen Regierungslager, die sagten, das machen wir jetzt. Das ist aber bislang nicht durchgesetzt worden. Das ist auch schwieriger, in Zeiten von Internet natürlich durchzusetzen, Pressezensur. Der Notstand erlaubt die gebietsweise Verhängung von Ausgangssperren, jetzt außerhalb vom Hausarrest. Das ist 2005 gemacht worden bei den Unruhen in den Trabantenstädten, in den Banlieues. Aber im Moment gibt es keine gebietsweisen Ausgangssperren, zumal ja gesagt wird, die terroristische Bedrohung sei überall auf dem ganzen Territorium. Es geht jetzt in den kommenden Wochen um die Verlängerung dieses Notstands, also im Parlament, und auch um Gesetzesänderungen bzw. Verfassungsänderungen. Kannst du vielleicht erklären, worum es sich da handelt? Also vielleicht können wir noch den Staatsbürgerschaftsentzug für eine weitere Frage. Ja. Also lassen wir mal den Staatsbürgerschaftsentzug beiseite. Es geht darum, dem Notstand eine neue gesetzliche Grundlage zu verleihen oder eine neue rechtliche Grundlage. Bislang gab es dafür eine Grundlage in Form eines einfachen Gesetzes, also nicht in der Verfassung, im Grundlagentext, in Deutschland würde man sagen im Grundgesetz, sondern in einem einfachen Gesetz, das datiert vom 3. April 1955, also aus Zeiten des Algerienkrieges. Die Verfassung sieht Notlagen vor nach Artikel 16 und 36, da geht es einmal um den Kriegsfall und dann geht es um den Fall, wo wirklich der Bestand der Nation, die Institutionen und so weiter bedroht sind. Was die Regierung jetzt plant, sind zwei Dinge. Einmal die Grundlage für den Notstand vom einfachen Gesetz in den Verfassungsrang zu erheben. Das heißt, einen dritten Notstand neben den Artikeln 16 und 36, also neben dem Kriegsfall, in der Verfassung festzuschreiben. Das wird ihm natürlich einen weit höheren Rang verleihen. Und vor allem wird dafür sorgen, dass das nicht so schnell wieder abgeschafft werden kann, weil ein Notstandsgesetz könnte durch eine parlamentarische Mehrheit abgeändert, aber auch abgeschafft werden. Bei der Verfassung liegt die Hürde höher. Das würde der Sache natürlich symbolisch einen höheren Rang verleihen. Was damit gekoppelt ist, ist die Vorstellung, auch die Dauer zu verlängern. François Hollande hatte gefordert, dass keine zeitliche Beschränkung im künftigen Text zum Notstand, also der in die Verfassung aufgenommen wird, vorgesehen werden soll. Es hieß dann aus Regierungskreisen auch mal, dass eine 6-monatliche Schranke vorgesehen werden soll. Es ist jetzt noch nicht ganz klar, weil der Text liegt noch nicht vor der Öffentlichkeit. Was sich abzeichnet, ist, dass auch ein stufenweiser Ausstieg aus dem Notstand vorgesehen ist. Das heißt, dass gesagt wird, bestimmte Sachen werden außer Kraft gesetzt, die mit dem Notstand zusammenhängen, aber andere Regeln gelten auch nach dem Auslaufen des Notstands weiterhin, wie zum Beispiel die Möglichkeit erweiterter Anordnung von Hausdurchsuchungen, entweder außerhalb richterlicher Kontrolle oder mit nachträglicher richterlicher Kontrolle oder mit erleichterter richterlicher Kontrolle. Das heißt, dass es sozusagen eine Grauzone gibt zwischen dem Ausnahmezustand und dem Normalzustand. Es werden ohnehin Sachen, die bislang nur im Notstand, im Ausnahmezustand möglich sind, im aktuell anhängende weitere Gesetzesvorhaben übernommen. Es wird zum Beispiel demnächst eine Lesung eines Gesetzentwurfs zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität geben. Und da sind eben auch wieder Sachen drin, die bislang nur im Ausnahmezustand möglich sind. Also es wird sozusagen die Grenze zwischen Ausnahmezustand und Normalzustand aufgeweicht und vieles in den sogenannten Normalzustand übernommen. Also das nähert uns an den permanenten Ausnahmezustand, von dem Wald spricht, wenn er sagt, so, es gibt so lange Ausnahmezustand, wie es den IS gibt. Und das kann dann eben, wenn es schlecht läuft, eine Generation dauern.
Eben. Jetzt wird zum Protest aufgerufen für diesen Samstag. Also letztes Jahr nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo hatten Millionen demonstriert für die Freiheit und die Pressefreiheit und so weiter. Wie ist es? Erwartest du denn genauso viele Millionen Menschen auf der Straße für die Freiheit gegen den Notstand? Also genauso viele auf keinen Fall. Es waren ja doch damals 2 Millionen Menschen unterwegs. Das hatte einen anderen Charakter, weil die Staatsmacht damals mit aufgerufen hatte. Und es war so, dass sowohl Linke oder eher Linke auf der Straße waren, deswegen, weil eine linke Zeitung angegriffen worden war, als auch Leute eher aus dem Regierungslager oder auch Konservative. Also die extreme Rechte war ein bisschen randständig. Die hat sich dann rausgezogen, weil sie nicht wirklich willkommen war und hat am Rande demonstriert. Und an der Spitze liefen ja auch Staatschefs, von denen einige zu den schlimmsten der Welt gehören. Also sogar das Königreich Saudi-Arabien war mit einem Repräsentanten vertreten, also keinem hochrangigen, aber auf Ministerebene. Der Premierminister von Erdogan war dabei. Viktor Orban aus Ungarn, kein großer Freund der Pressefreiheit, war dabei. Afrikanische Diktatoren aus dem neokolonialen Einflussbereich Frankreichs waren dabei, wie Ali Bongo aus Gabun oder Idriss Deby aus dem Tschad, der ein notorischer Schlechter ist. Also das hatte schon einen zwiespältigen Charakter. Was jetzt geplant ist, in Dutzenden Städten, ist ja ein progressiver Protest gegen repressive Maßnahmen der Regierung. Und damals, im Januar 2015, wurde es nicht als Antiregierungsdemonstration betrachtet. Da waren Leute in der Demonstration drin, die Linke waren, die sagten, wir sind angegriffen worden, weil Charlie Hebdo waren Leute von uns. Aber der Charakter war nicht der eines Antiregierungsprotests. Nichtsdestotrotz hat es eine gewisse Dynamik. Also wir werden nicht von Millionen Leuten sprechen, die am Wochenende demonstrieren, sondern von Zehntausenden. Aber es hat eine Dynamik. Also ich war jetzt bei 2 Debatten beziehungsweise versuchte zu 2 zu gehen. Am Montag, vorgestern, hat die Ligue des Droits de l'Homme, die Liga für Menschenrechte, in Paris zu einer Debatte in einem Theater aufgerufen. Ich versuchte dahin zu kommen, weil an der Tür hieß es, nee, es kommt niemand mehr rein. Der Saal ist brechend zu voll. Das Theater hatte zwischen 200 und 250 Plätze und davor standen Leute Schlangen, die abgewiesen wurden. Und das war sozusagen eine örtliche Debatte, also es war jetzt keine nationale, zu der Busse gefahren werden, keine überregionale. Und das war völlig überraschend, auch für die Veranstalter und Veranstalterinnen. Gestern gab es eine Debatte in den Räumen der Nationalversammlung, wo ich war, da musste man sich vorher eintragen, rund um die linken Abgeordneten, die gegen den Notstand gestimmt hatten. Also 6 Abgeordnete hatten am 19. November gegen die Verlängerung des Notstands damals um 3 Monate gestimmt. Und rund um die gab es sozusagen eine Debatte, wo auch ein kritischer Rapport vorgestellt wurde, ein Untersuchungsbericht, unter anderem von der Ligue des Droits de l'Homme, von der Liga für Menschenrechte, von Gruppen wie dem Justi, die Beratung im Ausländerrecht machen, darauf spezialisiert sind nun anderen Gruppen, von der Richtergewerkschaft und der Anwältegewerkschaft, also dem Syndicat de la Magistrature und dem Syndicat des Avocats de France, waren Redner und Rednerinnen auf der Tribüne. Und da war auch zu spüren, dass es sowas wie eine Dynamik gibt. Also es gibt eine Dynamik, aber wie gesagt, wir werden nicht von Millionen von Menschen sprechen, sondern von Zehntausenden. Also eine Dynamik ist da in den Milieus von politisch Engagierten, in einem kritischeren und radikaleren Teil der Gewerkschaften, bei Menschenrechtsvereinigungen natürlich, bei NGOs, bei Leuten, die in der Migrantensolidarität sind. Da ist eine Dynamik da, die die Leute auch zusammenführt. Aber das greift nicht auf die Masse der Bevölkerung über, die mehrheitlich für die Weiterführung des Notstands ist, mit dem Argument der Angst. Noch eine letzte kurze Frage. Praktisch ja, nach jedem Anschlag wird eine Gesetzesverschärfung angekündigt und ja, schärfere Maßnahmen und so weiter. Mit den Anschlägen von November hatte man den Eindruck vielleicht, dass man irgendwie da zum Superlativ gekommen ist. Also es wurde fast zum ersten Mal den Notstand ausgerufen. Das ist so ungefähr das Maximal, was im Gesetz bislang vorgesehen ist. Was schätzt du ein, wenn da noch irgendwann ein Anschlag passieren sollte? Wozu greift man dann? Das ist genau die Frage und das ist vielleicht sogar die Falle, die Regierung sich stellt. Wie weit nach oben offen ist die Skala noch? Das ist auch die Frage, die im Übrigen bei dieser Anhörung in der Nationalversammlung, wo ich gestern war, gestellt worden ist. Da war zum Beispiel der frühere Contrôleur des lieux de privation de liberté. Das ist der frühere Vorsitzende einer unabhängigen Behörde, die Orte, wo Freiheitsentzug stattfindet, kontrolliert. Der frühere Chef dieser Behörde war zum Beispiel da. Und er hat die Frage gestellt, er hat gesagt, es gibt das Risiko, dass weitere Anschläge passieren und es wird weitere geben. Wie bereitet man die Öffentlichkeit darauf vor? Im Moment sagt man ihr nur, vertraut die Regierung macht immer schärfere Maßnahmen, lasst die Regierung machen und die Regierung wird euch schützen.
aber es wird weder den Leuten gesagt, wie bereitet ihr euch selber drauf vor, was weiß ich, achtet vielleicht selber mal drauf auf Leute, die euch auffallen, dass Leute aus der Zivilgesellschaft die an ihrem Tun hindern. Das hat ja in einem Fall funktioniert, bei dem versuchten Anschlag auf den Thalys, den Schnellzug zwischen Paris und Köln, am 21. August 2015, als der Typ, der sich im Klo einschloss und seine Knarre auspackte, von zwei tatsächlich durchtrainierten, weil es ehemalige US-Soldaten waren, von zwei Leuten, die Zuginsassen waren, die Passagiere waren, gehindert worden ist, die ihn sozusagen unter Kontrolle bekommen haben. Also es gibt weder einen Appell an der Bevölkerung, wie man sich vorbereitet, entweder dass man Sachen mitkriegt und fliehen kann und wegkommt oder dass man vielleicht auch eingreifen kann. Es gibt auch keine Vorbereitung darauf, dass man den Leuten sagt, es wird nicht alles lösen, es gibt kein Nullrisiko, was es leider tatsächlich nicht gibt, sondern es wird tatsächlich gesagt, vertraut jetzt dem Staat und der Staat wird euch schützen. Was ist dann, wenn noch was passiert? Also zumindest auf symbolischer Ebene hat die Regierung tatsächlich das Maximum gemacht. Einschließlich außenpolitischen Maßnahmen, wie zum Beispiel dem Krieg auf syrischem Gebiet gegen den IS, auch wenn man über die Effizienz zweifeln kann, aber weil der IS hat Bunker und unterirdische Tunnelanlagen gebaut unter den Städten, die er kontrolliert, und es kriegen dort eher die Zivilisten die Bomben aufs Dach und den IS-Kadern passiert nicht sehr viel, aber also es wird demonstriert, dass man Krieg führe. Und nach innen ist quasi das symbolische Maximum ausgeschöpft worden. Danach blieben nur noch Todesstrafen, Guantanamo, die Maßnahmen, die in den USA gemacht worden sind, Anordnung für Folter. Danach bleibt nicht mehr viel. Und das ist tatsächlich vielleicht eine Falle, die Regierung sich selbst stellt, weil sie danach beim nächsten Mal kaum noch symbolisch schärfere Ankündigungen machen kann. Und das Risiko ist da, dass noch was passiert. Es gibt halt vorgestern wieder ein Video von Daesh, wo nochmal Frankreich bedroht wird, aber auch Großbritannien. Also das Video endet, glaube ich, auf ein Bild von David Cameron, dem britischen Premierminister. Also es ist damit zu rechnen, dass es zumindest passieren könnte. Wenn ich jetzt sage, die Frage wurde gestern aufgeworfen, wie appelliert man an die Zivilgesellschaft? Das soll natürlich nicht bedeuten, dass es richtig wäre, wenn jetzt zum Beispiel ein Aufruf an Denunziation gestartet würde, dass Leute sozusagen alle möglichen Leute für verdächtig erklären sollen. Das passiert aber, weil das war auch ein Beispiel, eine grüne Abgeordnete, die gegen den Notstand gestimmt hatte, die war gestern auch da im Publikum. Und die hat zum Beispiel gesagt, in ihrem Departement in der Normandie, im Calvados, war es so, der Präfekt, der Vertreter des Zentralstaats, hat die Bürgermeister am 19. oder 20. November, also eine Woche nach den Anschlägen, am 20. November um sich versammelt und hat gesagt, also passt auf, ich sag euch, in unserem Departement, in unserem Bezirk, am Ärmelkanal ist das Risiko nicht höher als vor den Anschlägen, weil es gibt keine Hinweise, dass hier bei uns im Bezirk jetzt eine besondere Gefahr bestünde. Aber nutzt die Gunst der Stunde, um Sachen, die euch verdächtig sind, zu signalisieren. Und dann gingen die Finger hoch und die Bürgermeister haben gesagt, ja, ich habe hier Gruppen von Jugendlichen, die sich abends auf der Straße versammeln und leer machen oder mal eine Mülltonne anzünden, und darf ich das signalisieren und so weiter. Also diesen Aufruf an eine gewisse Denunziation gibt es zumindest auf einer bestimmten Ebene. Also wenn ich sage, man müsste vielleicht auch an die Zivilgesellschaft appellieren und ihr vor allem sagen, der Staat kann euch auch nicht hundertprozentig schützen, um den Leuten da neben der Angst ein Stück Vernunft auch mit auf den Weg zu geben. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich sagen würde, man muss jetzt an die Denunziation appellieren. Das wird zwar auf einer gewissen Ebene gemacht, das ist aber auch natürlich ein Fehler.